Ja, dieser schöne Flügel ist von Wilhelm Wieck in Dresden gebaut worden. Das war der Cousin von Clara Schumann um 1860 und hat eine spezielle Mechanik. Clara Wieck hat ja angefangen auf Wiener Instrumenten mit Wiener Mechanik und dann ab 1840 ungefähr ist sie umgestiegen sozusagen auf Weiterentwicklungen der englischen Mechanik. Das war so die Konkurrenz damals. Die Wiener Instrumente, die spielten sich besonders leicht. Und die englischen, die waren schwergängiger, aber dafür auch viel lauter, konnten also in den großen Konzertsälen viel mehr die Konkurrenz aufnehmen und auch sich hörbar machen. Das schafften die Wiener nicht immer. Das war ein Grund, warum Clara dann umgestiegen ist. Und Problem bei der englischen Mechanik war ein bisschen die Repetition. Also wenn man einen Ton mehrfach nacheinander anschlägt, dass das auch ganz schnell geht. Und da gab es verschiedene Weiterentwicklungen. Die Blüthner Patentmechanik, erfunden in Leipzig von der Klavierbaufirma Blüthner, die es ja bis heute gibt. Und die hat Wilhelm Wieck dann quasi eingekauft und hier in seinen Flügel eingebaut. Das funktioniert ganz wunderbar, also ist genauso leistungsfähig wie die konkurrierende Erard-Mechanik, die sich heute durchgesetzt hat, in heutigen Flügeln zu finden ist. Ein sehr schönes Möbelstück auch einfach mit diesen Perlmutt-Intarsien, ganz wunderschön gemacht und die Beseitung ist geradseitig. Heutige Flügel sind meistens kreuzseitig, da vermischt sich alles viel mehr. Bei diesem Flügel haben wir ganz ausgeprägte Register, also Lagen. Jede Oktavlage hat so ihre eigene Klangfarbe und das kann man vielleicht am folgenden Stück ein bisschen hören, was ich spiele, nur ganz kurz. Es ist ein Fragment, ein Albumblatt, was Clara Schumann 1849 aufgeschrieben hat für die Sängerfreundin Constanze Jacobi. Ist von Clara Schumann sonst nicht veröffentlicht worden, bricht ab. Ich mache eine Kadenz am Schluss, 1849 in Dresden aufgeschrieben. Das passt zu dem Dresdner Flügel.